Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück bei Subnautica. Jetzt auch wieder mit Strömunterstützung. Ja, der Stream ist dabei. Ich bin nicht mehr alleine wie in der letzten Folge, aber wir haben immer noch eine Mission. Wir haben immer noch die Zyklop zu bauen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, und die UI wieder an. Hier im Kästle, da haben wir die ganzen Zutaten. Tack, tack, tack. Da haben wir einmal noch den Titanbarren, den müssen wir noch verstärken. Blaststahlbarren haben wir, emailliertes Glas haben wir, das können wir mitnehmen. So, was wir jetzt noch brauchen, ist noch einmal emailliertes Glas, meine ich. War das so? Ich hoffe es. Moment. Da. Nee, noch zweimal emailliertes Glas und noch einen Plaststahlbarren. Okay. Also gut, dafür müssen wir das Ding auch nochmal rausnehmen. Der brauchte Plaststahl. Wo war denn das Ding denn da? Der brauchte zweimal Lithium. Das kriegen wir hin. Das haben wir ja geholt. Irgendwo. Zack und zack. Aber hier Punktlandung quasi. So. So, so und klick. Plaststahlbarren haben wir. Jetzt brauchen wir noch das Glas. Das heißt, wir müssen zweimal Glas herstellen. Und einmal brauchen wir dann dazu jeweils die... Wo sind sie denn? Erze, Kristalle. Finde mich in meinem eigenen Lager nicht mehr zurecht. So, zweimal Glas. Und dann brauchen wir pro Glas, pro emailliertes, glaube ich, zwei von den Zähnen. Eins, zwei, eins, zwei. So. Es hat lang nicht mehr geblinkt, ne? Lang kein Anruf mehr gewesen. Endlich haben wir mal Ruhe. Und auch lang keine hier so komische Erscheinung vor der Nase gehabt. Und emailliert. Ach, siehste, brauchen gar nicht so viele von den Zähnen. Ist doch nur einer pro. Ich frage mich immer noch, wie man aus Zahn und Glas emailliertes Glas macht. Aber ist okay. Warum auch nicht? So, jetzt schauen wir nochmal rein. Jetzt müssten wir eigentlich, jawohl, müssten wir alles haben, bis auf der Gerät. Der Gerät nehmen wir mit. Lass mich raten, es ist Nacht. Und noch irgendwas machen vorher? Nö, ne? Nicht wirklich. Welcome aboard, Captain. Ach ja, Stream ruckelt ab und an. Es tut mir leid, die Internetleitung ist heute nicht wirklich stabil. Es wird immer mal wieder so kleine Einschnitte geben. Ich hoffe immer nur kurzzeitig. Jetzt zum Beispiel hat sich es gerade schon wieder gefangen. So, ups. Ah, immer diese Lacher. Die lachen mich jedes Mal aus, wenn ich abtauche. Klar, Moment, apropos abtauchen. Kann das sein, dass ich die Webcam noch nicht gespiegelt habe? Ich habe die Webcam noch nicht gespiegelt. Jetzt sind die YouTube-Zuschauer mal direkt dabei und sehen mal, wie chaotisch das in unseren Streams abläuft. Hallo. So, Moment. Upp. Ich habe keine Ruckler. Ja, das sind immer nur so kurze. Das kann auch direkt schon wieder gut sein. So. Ich überlege gerade, irgendwo war doch diese... Ach, egal. Wir bauen dann einfach hier irgendwo draußen auf und gut. Ich wollte gerade diese Lagune suchen, die es hier gab. Also diese eine Bucht. Aber hier ist der schnellste Weg zum offenen Meer. Hier können wir sie bauen, denke ich. Ein bisschen weiter weg noch, dann sind wir nicht so dicht am Ufer da direkt. Das
Weißt du, ich sehe nämlich schon, ich steige da ein und donner erstmal voll gegen. Komm, nur ein bisschen raus, schadet nicht. So. Da sind wir. Hier ist jetzt auch irgendwie nicht irgendwer. Nö, ne? So. Guck mal, es ist Tag geworden. Ist das nicht schön? Ey, halt auf, ich will doch nur, dass deine Oberfläche. Du sollst nicht immer springen. So. Diese Stille. Ich tauch nochmal unter. Ich ertrag diese Stille nicht. Ah. Stille. Ich ertrag diese Stille nicht. Na gut, okay, dann nicht. Ich hab den doch eingepackt. Hä? Ich hab den doch gerade eingepackt. Ich hab doch gerade eben, hab ich doch Rechtsklick drauf gemacht, da ist er doch noch rüber ins Inventar gewandert. Baugerät. Unten ist er auch nicht? Wie? Hä? Wieso? Ihr wart doch dabei! Sonst hätte das doch im Stream schon längst gestanden. Du hast vergessen, das einzupacken. Bis ich das Scheißding hab. Piep. Ist wahrscheinlich wieder Nacht. Kurz gucken. Was noch irgendwas? Ach, hier Poster und Plüschtier. Escape. Müssen wir auch noch ganz unbedingt aufbauen. Also aufbauen. Braucht ein bisschen. Müssen wir schon viel gutes Werkzeug haben, damit man ein Plüschtier aufbauen kann. Ich hab's in den Schrank gepackt. Ich hatte's schon im Inventar und hab's dann in den Schrank gepackt. Da war ich sogar sehr vorausschauend am Ende der Stream-Ankündigungsfolge, die ich gemacht habe. Ich hab mir gedacht, komm, packst es dir ins Inventar, damit du da auch auf jeden Fall dran denkst. War das so? Es ist wieder Nacht. Ne, jetzt ist wieder Nacht. Ja. Wird auf jeden Fall dunkel. Oder? Mal gucken. Ne, passt. Sah von Weitem deutlich dunkler aus. Oh, noch ein bisschen Abstand. Der Chat spoilert mir schon die Fails vor. Die Brits kommen schneller als die Fails auf dem Bildschirm. Na gut, das ist natürlich bitter. So, Schnellzugriff machen wir auf die 2. So, und dann bauen wir das mal hier so auf. Ja. Tada! Leddern! Wenn ich jetzt auch die ganzen Zutaten ins... Wir werden es gleich sehen. Fahrzeuge. Zyklop. Oh, Moment. Alter. Advised, the groß? Cyclops is designed to be operated by a 3-person crew. Only experienced Helms people should attempt to pilot this vehicle solo. Ich bin super Pilot, ich kann das auch solo fahren. Die hat gerade gesagt, dass das eigentlich designed wurde, um von 2 Personen gesteuert zu werden und nur die absolut erfahrensten, besten, tollsten können das dann auch alleine. Und ich habe beschlossen, dass ich der beste, erfahrenste, tollste bin und das solo kann. So. Können muss. Ich würde dich gerne aufnehmen. Jawohl. Einpacken. So, gab es da nicht so einen Einstieg sogar, mit dem man mit dem Möttchen da unten rein konnte? Hatte das nicht so ein Tauchdock, so ein Trockendock, meine ich? War da gerade was? Ich sehe Gespenster. Hat sie 3 gesagt? Ich habe gerade erklärt bekommen, dass sie hier war. Ah! Ja. Helfer, mach auf.
Wofür braucht man da zwei oder drei Leute, wenn das alles automatisch geht? Systems online. Oh, eine männliche Stimme. Der Zyklop ist männlich. Hallöchen, Zyklop. Täuschkörper-Ladeschacht. Alles klar? Was haben wir denn hier so? Energiezelle. Aha. Modulfabrikator. Tiefenmodulstufe 1. Maschineneffizienzmodul. Verwertet Abwärme, um die Maschineneffizienz zu erhöhen. Benzol. Kenne ich alles noch nicht. Schildgenerator. Schildgenerator. Das wäre richtig gut. Kristalliner Schwefel für Feuerlöschanlage. Das wäre unter Umständen, je nachdem, auch ganz gut. Wenn ich hier Schlafwandel und Zündel oder so. Ach, du ahnst es nicht. Das Ding ist groß. Kann das sein? Feuerlöscher. Erweiterungsmodule ansehen. 6 Stück an der Zahl kann ich reinmachen. Einmal haben wir ja schon aus so einer Zeitkapsel das, gehen wir mal runter, haben wir ja schon das Tiefenmodul Stufe 2 bekommen. Wo geht's hier hin? Raus? Nee. Schotten immer dicht machen. Ach, wat. Ach, wat, hier gibt's direkt ein Lager? Ist ja geil. Kann man das beschriften? Das sieht so aus, als könnte man das beschriften, aber irgendwie... geht nicht. Tauchkammer, hier geht's dann raus. Alles klar, alles klar. Schön. Oh, und da sind wir im Steuerding. Hier haben wir auch einen Feuerlöscher. Steuern werden wir es gleich. Was haben wir hier? Modifizierungsstation. Ach, hier können wir sie dann benamen und so weiter und so fort. Mhm. Hier. Innenbeleuchtung an, aus. Außenscheinwerfer an, aus. Aha. Wenn wir das alles brauchen. Schau mal, hier könnte man noch ein bisschen was bauen. Und da sind wir wieder zurück. Was haben wir hier? Das ist die USS Mimimi, da haben wir also unser Tauchbootchen, da können wir auch dran rumwurschteln. Ja, fein. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur... Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ach, hier kann man Kameras durchschalten. Moment, was ist das jetzt? Achtung. Hier sind wir jetzt oben. Das sind verschiedene Kameraperspektiven. Wo bin ich? Das ist hinten am allerwertesten. Und das ist... Das vorne? Ach, du ahnst es nicht. Okay. Machen wir mal an. Engine powering up. Bis 500 Meter können wir. Aha, was haben wir hier? A head slow. Langsame Fahrt. A head flanked. Emergency speed. Volle Fahrt. Aha, ich habe Angst. Rig for silent running. Ist dann wahrscheinlich langsamer, oder? Rig for silent running. Aha.
Was ist, wenn ich Silent Running da jetzt ausmache? Also gefühlt leiser ist es nicht. Okay, wenn wir jetzt... Also hier könnte man dann wenigstens gucken, ob man unten irgendwo Gegend semmeln. Oh Gott, ist das... Da unten, das ist das Geräuschlevel. Ah, da unten ist das Geräuschlevel und dann... Rig for silent running. Ja, okay. Ich merke jetzt aber auch keinen, dass ich da irgendwie Geschwindigkeitseinbuße hätte. Die Frage ist, ob dann höchstens mehr Energie verbraucht würde, sowas. Okay, gut, dann lassen wir die jetzt hier... Komm, wir tauchen mal auf. Dann lassen wir die jetzt hier draußen stehen. Auch so ein, ist natürlich träge, dieses Riesending. Wow. Wir werden das Ding sowas von versenken. Huch. Warum ist das rot? Warum ist das rot? Warum? Warum? Ach, das ist, wenn Silent Running ist, dann wird es auch rot. Das heißt, dann wird auch das Licht gedimmt. Also, wir können hier so ein Fabricator und sowas würde ich schon mal reinmachen. Und ein, zwei Lager. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keinen Bock, immer da runter zu watscheln zum Lager. Na dann. Welcome aboard, Captain. All systems online. Motor aus. Naja, ich habe auch immer noch das. Ich habe auch immer noch das Ding an, ne? Ich habe auch immer noch das Ding an, das Licht. Beet aufstellen, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ja. Wo war denn das Licht? Hier, da. Außenscheinwerfer aus, Motor. Mal gucken. Maschine stopp. Powering down. Gott, da muss man dran denken. Das wird nie funktionieren. Niemals. Ja, ich gehe ja schon was saufen. So, Sekunde. All systems online. Diese Nase, sie macht mich wahnsinnig. Sie treibt mich endgültig und ganz final in den Wahnsinn. Hat das Ding eigentlich... Hat's. Okay. Hat einen Wegpunkt. Gut. Jetzt mal kurz überlegen. Das Ding läuft, ne? Das macht Kartoffelsuppe. Jetzt mal kurz überlegen. Also, da drin hätte ich gerne 2-3 Lager. Warte schon mit dem Hof hier. Da drin hätte ich gerne 2-3 Lager. Dann hätte ich gern so einen Fabricator selbstredend. Den gibt es scheinbar nicht von Natur aus. Zyklop-Maschinen-Effizienz-Modul. Also da bin ich echt gespannt, wie wir das noch herstellen wollen. Wir müssen dieses Zyklop-Modul, dass wir tiefer tauchen können, gleich mal mitnehmen. Komm, das geht schneller, wenn ich hier eben das Baugerät raussuche. Da haben wir es.
Und das machen wir wieder da rein dafür. Und das setzen wir auf die 2. So, weg damit. Innenelemente. Nein. Innenmodule. Titan, Gold und Tischkorallenprobe. Das kriegen wir beides hin. Titan, Gold und Tischkorallenprobe. Das brauchen wir dafür. Das heißt, so ein Fabricator kriegen wir locker gewuppt. Das ist überhaupt kein Ding. Vital signs stabilizing. Nein, ich wollte die doch. Nee. So. So, ich wollte die eigentlich wieder anpflanzen. Na ja, gut, jetzt haben wir einen Pflanzplatz gerade unbelegt. So, okay. Also, Tischkorallenprobe. Korallen haben wir hier. Tischkoralle. Dann brauchten wir Gold. Und was war's? Gut, dass ich ein Gedächtnis habe, was einfach immer absolut funktioniert. Und Titan. So. Dann brauchen wir für diese Schränke, wenn ich mich richtig erinnere, auch einfach immer nur Titan, genau. Ich denke mal, 2 Titan pro Schrank waren es. Das heißt, 4 Schränke würde ich schon gern haben. 1, 2, 3, 4. So, dann wäre ein Beet nicht schlecht. Aber so ein Riesending ist halt die Frage. Schöner Pflanzentopf. Designpflanzentopf mit künstlichem Erdboden. Der gehobenen Klasse. Aha. Gibt's hier auch ein kleiner? Nö, ne? Lass uns mal ganz kurz gucken, wie groß die sind. Ah, sind schon ganz schöne Giganten, aber 2 könnten hingehen an die eine Wand. Aber eigentlich reicht auch einer. Immer ganz ehrlich, es reicht einer. Also, ein Pflanzenbeet. In groß klatschen wir uns dahin. Das heißt nochmal 4 Titan. 1, 2, 3, 4. Jo, und dann ist jetzt die Frage, was noch? Ein Stuhl. Oder ein schönes Bett. Warum auch nicht? Energiezellen-Ladestation. Kann ich die Zyklop mit zusätzlicher Energie, dass die. Kann ich die mit früher war das, glaube ich, möglich, mit so Solarzellen ausstatten? Die kleinen Pötte sind schöner, ja, aber. Wie viel geht denn da rein in so einen kleinen Pott? Das ist die Frage. Wenn da jetzt nur eine Pflanze reingeht, dann nehme ich lieber so einen großen. Sie sieht zwar scheiße aus, aber dann habe ich da eine Ecke, wo das Zeug ist und dann ist gut. Dann brauche ich nicht 2, 3 von den Dingern aufstellen. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Man kann da nichts mehr oben draufstellen. Schade. Okay. So einen kleinen Pott mal bauen. Sehen wir ihn ja mal. Komm. Schöner Pflanzentopf oder ein Komposit? Wir nehmen einen schönen. Ach komm, also bitte, da geht doch nichts rein. Da geht eine Melone rein. Wenn sich die Community das wünscht, dann kriegt sie das. Bitte. Aber sag nicht hinterher, hättest du mal was Großes gebaut, damit du anständig was zu essen hast. Möchte ich nicht hören. Ruckelt wieder, ne? Kann auch an der doofen Steuerung liegen, die ich gerade abliefer. So. Latsch. Hahaha. So. Wo ist er denn, der Gerät? Da.
Ah, das Tiefen-Upgrade. Na, leck mich doch am Hintern. Wo hab ich das überhaupt hingelegt? Ich glaube, in die Werkzeugkiste habe ich es gelegt. Schauen wir mal. Torpedos? Wollen wir mal gucken, ob man die Wirbeltorpedo, ob man die da reinladen kann. Zyklop, oder steht da explizit eines Fahrzeugs. Das ist doch eindeutig ein Fahrzeug. Warte mal, wenn wir jetzt schon hier sind, komm. Wie baue ich die denn? Schnellzugriffsleiste, kann ich die hinpappen? Okay. Machen wir das mal. Moment. Eins und auf die zwei. Eins und auf die zwei. So. Oh. Okay. Wir müssen uns irgendwann mal so einen schönen Raum einrichten, wo wir dann Schreibtisch, Stuhl und Gedöns haben. Und da kommt dann auch der Kollege hier rein. So, auf die 1 das und auf die 2. Was hat man auf der 2? Eigentlich das hier ursprünglich, aber das hier brauchen wir jetzt erstmal. So. Oh, in der eigenen Basis verlaufen, ey. All systems online. Alter. War das hin oder vorne? Mitte. Boah, ich war das nicht. Captain. Systems online. Oh. Also rein theoretisch würden sie schon hinpassen, nur Spiel sagt nö. Spiel sagt, ich kann erst ab hier bauen, dann stehen sie mir halb in die Tür. Alle klar, ich bin überzeugt von den Kleinen. Aber dann machen wir auch schöne, ja? Oder? Also ich finde, das sieht aus wie ein Hundenapf. Statt, das hat eher was von ihnen, die hier. Ach, das ist ja doof. Komm schon. Spiel, das muss doch nicht, sowas. Hast du nicht nötig? Das ist scheiße. Ja, können wir vielleicht noch dahinter wenigstens ein bisschen was hindengeln. Pflanzentopf. So. Ich hoffe, die sind bei meinem Fahrstil gut verankert. Ach gut, dass ich Samen mitgenommen habe. Ich denke aber auch immer am alles. Am Arsch denke ich an alles. Wand spinnt. Die Wand spinnt. Die schweben ja dann. Naja. Darf man alles nicht so eng sehen, schwebende Schränke und so. Gehört einfach dazu. Oh, ich glaube, ich krieg da keine 4 hin. Kann das sein? Das wird eng. Oh, doch, geht. So. Ja, fantastisch. So, und hier drüben. Nimm. Der Fabricator. Den machen wir hier hin. Ja, unten die Spinde, die sind mir so weit weg. Ich will hier auch noch ein paar direkt haben. Gut. Haben wir das jetzt alles aufgenommen, brauchen wir jetzt nur noch Samen. Wo war noch gleich das Update, Upgrade Dingenskirchen? Erweiterungsmodule. Hier. Tiefenmodul. Bam.
vergrößert die sichere Tauchtiefe deutlich. Es gibt also auch noch eine Stufe 3, weil bei den Max-Stufen, da steht dann auch, dass es eben die Max-Stufe ist. Schauen wir mal eben, wo wir da jetzt landen. 1300 Meter. Wow. Darf ich nur nicht aus Versehen mit der Motte dann aussteigen? Dann war es einfach so, pfup, bin ich zusammengefaltet auf Körnchengröße. Super. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Im Livestream geht es natürlich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, nächste Folge Subnautica werden wir mal schauen, wie tief wir dann tauchen können. 1000 Meter aussteigen wird dann bestimmt auch ganz lustig. Faltet es mich dann selbst zusammen. Das finde ich immer super. Weißt du, die Geräte, die ganzen Mopeds, die wir bauen, die brauchen sonst was wie Zusatzmodule. Wir steigen halt einfach aus. Wir haben den Superanzug. Ja, da geht das alles. Okay, also bis zur nächsten Folge. Tschüss.